begrüße Sie ganz herzlich und euch zu Hause an den Bildschirmen. Wir feiern zusammen den 11. Sonntag nach Trinitatis. Wieder aufgezeichnet aus unserer St. Nikolai-Kirche. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Dieses Wort aus dem 1. Petrusbrief steht über der vor uns liegenden Woche. Es begleitet uns. Dass wir darüber nachdenken, was es eigentlich heißt, Gott nachzufolgen. Um uns herum geht es doch oft nach dem immer höher, immer schneller, immer weiter. Hauptsache, ich setze mich durch. Hauptsache, ich weiß alles besser. Ein ganz anderes Bild zeichnet uns Jesus selbst. Darüber wollen wir nachdenken in diesem Gottesdienst, den wir feiern im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei nun mit uns allen. Amen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Hause am Handy, am Laptop, am PC oder am Tablet. Woran glaubst du? An sich selbst glaubt der derzeitige Präsident der Vereinigten Staaten. Er lebt den Slogan America First. Ausgehandelte Verträge liebt er prompt zu kündigen. In der Bekämpfung der Pandemie macht er ein erschreckend blasses Bild. Die Menschen in den USA, sie sind erheblich vom Virus getroffen. Der Präsident denkt nur an sich, an die Wiederwahl und er liebt zu spalten. Am liebsten twittert er und schuld sind immer die anderen. Dabei gäbe es viel zu tun. Der Klimawandel, der weiter fortschreitet. Durch zunehmende Dürren werden Menschen ihrer Existenzgrundlagen beraubt. Und Kriege um das lebenswichtige Wasser, sie entstehen und werden geführt. Alte Blöcke, die längst überwunden schienen, leben wieder auf. Nicht nur zwischen Russland und den USA. Wir leben in Zeiten großer Verunsicherung. Gerade da ist diese Frage wichtig. Woran glaubst du? Jesus fragt uns genau das mit seinem Gleichnis. Und so lese ich aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 18,
die folgenden Verse. Jesus sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Soweit das Gleichnis, das Jesus uns erzählt. Unsere Identifikation mit einem der beiden Akteure ist schnell vollzogen. Wir wollen noch mit unserem Gott im Reinen sein, und dafür sind wir gerne auch demütig, denn wir wollen ja erhöht werden. Also, Zöllner? Und der Präsident der Vereinigten Staaten? Klar, ein Pharisäer. Andererseits sind wir doch die meiste Zeit überzeugt, dass wir selbst das Beste tun. Wir sorgen doch nicht für das Artensterben. Ich mobbe auch nicht. Auf einmal ist doch mehr Pharisäeranteil in uns, in mir selbst. Was sich auf den ersten Blick einfach in Gut und Böse aufteilen lässt, das ist auf den zweiten Blick doch sehr viel komplizierter. Jesus, klar, provoziert mit seinem Gleichnis und bewusst wählt er diese beiden Personengruppen. Zolleintreiber wurden zu seiner Zeit verachtet und gemieden, denn sie zogen für die verhasste Besatzungsmacht aus Rom Geld ein, bereicherten sich selbst, betrogen die Leute. Pharisäer dagegen waren eben aus einer anderen Welt hochgeachtet. Sie bemühen sich um ein Leben nach Gottes Gebot, warnen übrigens ausdrücklich vor Selbstgerechtigkeit. Sie fordern ein Zehntel der Einnahmen für die Armen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber bei Jesus kommt der Zöllner gut weg. Und der fromme, gerechte Pharisäer, er wird zum Sprichwort für selbstgerechte Heuchelei. Jesus fordert mit seinem Gleichnis von seinen Zuhörerinnen und Zuhörern eine Entscheidung. Woran glaubst du? Wie stehst du zu Gott? Wer ist in Wahrheit dein Gott? Dieser Pharisäer, den Jesus da schildert, er ist von sich selbst begeistert. Er braucht weder seine Mitmenschen noch Gott eigentlich. Verweist auf seine guten Taten frei nach dem Motto: Tue Gutes und rede ihm auch darüber. Aber eben, er ist sich selbst genug. Sein Gott ist seine Selbstgerechtigkeit. Und der Zolleintreiber dagegen weiß, dass er Gott braucht und ganz auf seine Gnade angewiesen ist. So wie alle Menschen. Wie stehst du vor Gott? Der Zolleintreiber, er weiß um seine Fehler, dass er Gottes Willen oft nicht entspricht, dass er schuldig wird. Und so steht er da, wagt nicht einmal zum Himmel zu schauen. Aber da passiert es. Gott will unsere Gemeinschaft und darum rechtfertigt er uns. Er macht uns gerecht, aus Gnade. So hat es Martin Luther immer wieder festgehalten und betont. Gott vergibt uns alle Schuld. Wenn wir ihn suchen, dann antwortet Gott: Du bist mir lieb und sollst leben. Versöhnt und befreit werden wir zum Handeln. Denn Gott befähigt uns, dazu Gutes zu tun. Er schenkt uns die Kraft. Ich liebe dich so, wie du bist. Aber wie schnell geschieht es, dass wir uns mit anderen vergleichen und uns dann für besser halten. Dass wir uns abmenschen, abwenden von den Menschen und Gott, an uns selbst glauben, an Erfolg, an die Macht, an das, was wir besitzen, was wir vermeintlich geschaffen haben. Meine Villa, mein Auto, meine Yacht,
Jesus erzählt somit dir und mir sein Gleichnis und fragt, woran glaubst du? Was ist wirklich dein Gott? Pass auf, dass du dich nicht vergleichst und auf andere von oben herabschaust. Pass auf, dass du dir nicht einen Gott zurechtmachst, der dir in den Kram passt. Nach dem Nachdenken über dieses Gleichnis, da bin ich mir sicher, wir haben sie beide in uns, den Zöllner und den Pharisäer. Mal mit mehr, mal mit weniger Anteil. Mit Sorge beobachte ich, dass in unseren Gesellschaften immer extremere Positionen an Einfluss gewinnen. Wir Zöllner und Pharisäer stehen diese Positionen scheinbar unvereinbar gegenüber. Aber eben, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern, da braucht es gemeinsame Lösungen, auch Schritte aufeinander zu. Und vor allen Dingen eine offene Diskussion in unserer Gesellschaft auf Augenhöhe und nicht das Fertigmachen des Gegenübers. Das Besserwissen, das Überzeugtsein. Woran glaubst du? An dieser Frage entscheidet sich für mich, ob wir Jesus nachfolgen. Und es gibt in unserer Welt nicht nur richtig und falsch, gut und böse, sondern eben vieles dazwischen. Entscheidend ist aber, dass wir Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Genau so, wie es der Zöllner tut. Denn eben auch wir profitieren von der ungleichen Verteilung in unserer Welt. Von der Ausbeutung der Kinder in den Minen, die Rohstoffe für die Fertigung eines Handys schürfen oder von den Arbeiterinnen und Arbeitern, die in den Schlachthöfen arbeiten oder Textilien nähen. Ob wir es wollen oder nicht, wir bleiben verstrickt in das Unrecht dieser Welt. Und eben doch, Jesus durchbricht diesen Kreislauf. Ein Neubeginn ist dann möglich, wenn wir Gott selbst für uns bitten und für alle. Gott, sei du uns gnädig. Und entsprechend eben ohne Überheblichkeit handeln. Selbst vergeben, wo uns Unrecht passiert. Gott, schenke uns deinen Geist der Barmherzigkeit immer neu. Und dann können wir das Gesicht dieser Welt zum Guten hin verändern. Hier in Wittmund und darüber hinaus an den Orten, an die du uns, Gott, stellst. Das wünsche ich uns. Und dass wir das immer wieder neu ausprobieren und erleben. Gottes Barmherzigkeit ist weit. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne auf all unseren Wegen, bei allem Tun und Lassen, in Jesus Christus. Amen.
Lass uns beten. Gott, du machst uns gerecht. Wir bitten dich, schenke uns immer neu die Erkenntnis, dass wir unser Leben ganz aus deiner Barmherzigkeit heraus leben können. Du nimmst uns so an, wie wir sind. Gott, lass uns wachsen im Glauben. Wir bitten dich für alle Menschen, die es schwer haben zu glauben. Öffne du ihnen einen Weg zu dir. Gott, schenke uns deine Gerechtigkeit. Zeige uns immer neu den Weg, der zum Leben führt. Wir bitten dich für alle Menschen, die Verantwortung tragen in unserer Welt. Schenke du immer neu Entscheidungen, die dem Frieden und der Gerechtigkeit verpflichtet sind. Gnädiger Gott, wir bitten dich um deine Gerechtigkeit für uns selbst, für alle Menschen, für alles, was lebt, dass wir dir dienen, dort, wohin du uns stellst, hier in Wittmund und an vielen anderen Orten. In der Stille sagen wir dir unseren ihr eigenen Dank, aber auch unsere Bitten. Und nennen wir Menschen, die wir dir ganz besonders anvertrauen. Gott, so rufen wir zu dir mit den Worten, die dein Sohn Jesus selbst uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht auf all euren Wegen, behütet von Gott und geleitet durch seine Gerechtigkeit. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. You are my treasure that I see. You are my all.
Yeah.